Bist du behindert? Mein Statement zum Stoffanruf. Let's go. Hey Heiko. Hey Johnny, du alter Rattenschädel, hast du mich angerufen? So, liebe Leute, willkommen auf dem King Kalle YouTube-Channel. Leute, ich muss euch was erzählen. Es wird heute mal über Johnny Münster reden, der mich angerufen hat und wieder mal was wollte von mir. Und ich wollte dich fragen, ob wir heiraten. Nicht ob wir heiraten, nee, ob du weißt oder ob du jemanden kennst, wo ich. Oder bei dir, ich weiß nicht, wo ich irgendwas besorgen könnte. Johnny Münster ist ja für viele ein Begriff. Für mich ist es der Inbegriff von so einem... Schema, Nikodem. Hier ist im Chat gerade ein Junge, das ist der kleine 13-Jährige. Wir haben heute unser Insta ausgetauscht, den ich heute mitgenommen habe im M3. Der hat sich so gefreut mit seinem jungen Kollegen da. Ja, richtig geil. Ich habe den Jungs eine krasse Freude bereitet. Hat mich voll glücklich gemacht dann auch. War eine coole Aktion. Die verfolgen mich hier schon seit 5 Wochen und fragen die ganze Zeit, ob ich mal mit denen eine Runde drehen kann. Da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du die einmal mit, die Jungs. Bereitest dir eine Freude. Sind wir 20 Minuten hier bis in Landstraße gefahren. Digga, die hatten die ganze Zeit ein Grinsen in der Fresse. Glaubst du gar nicht. Unnormal. So, kommen wir zurück zum Video. Hängengebliebenen, zurückgebliebenen Anfänger-Bodybuilder, der versucht... Ja, der einfach irgendwas versucht. So. Olle Johnny hat es fertig gebracht und hat mich angerufen und mich am Telefon gefragt, vor laufender Kamera, ob ich ihm weiterhelfen kann beim Stoffbesorgen, beziehungsweise ob ich ihm da was empfehlen kann oder selber was besorgen kann. Du weißt, was ich mit besorgen meine, oder? Nicht jetzt eine Alte oder sowas, ich habe eine Freundin und die will ich auch heiraten, aber ich meine... Scheiße gut, ja, Mann. Das ist ein Telefonstreich, stimmt? Telefonstreich? Naja, würde ich jetzt nicht so behaupten. Nein. Da frage ich mich doch im Ernst, ist der Typ jetzt ratzeblitzeblöde und komplett gestört und komplett zurückgeblieben? Das kann doch nicht wahr sein, dass man im 21. Jahrhundert... Am Telefon auch noch? Bei totaler Kontrolle und Überwachung mich fragt, der schon 5 Hausdurchsuchungen hatte. 5? Ich hatte nur 2. Ich hoffe, dabei bleibt's auch. Ob ich ihm weiterhelfen kann, was Stoff angeht. Wenn du was nochmal fragst, lege ich direkt auf, okay? Er ist kein Telefonstreich. Du hast ja so ein bisschen Restgehirn, hast du ja noch, ne? Da muss Restgehirn, Digga, geil. Und doch wirklich so weit? Ich musste so lachen, als ich das Video gesehen habe, Alter, unfassbar. Zurückgeblieben sein im Kopf, ich weiß ja nicht, ob das ein Joke sein sollte oder ob er es ernst gemeint hat. Ich hoffe, der... Hat das so als Telefon... Ach, das war ein Joke, Heiko, Mensch. ...streich gemacht. Richtig. Wenn 5 Mal in der Bude waren, das wirst du auch irgendwie so... Also... Ach so. Weil, wenn ihr mal auf das Video geht, habe ich das natürlich dann auch direkt schnell gesagt, Telefonstreich. Weil ich war so fassungslos gewesen, wie man... Pablo Jobs, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. ...so zurückgeblieben sein kann und geht gar nicht mehr in den Kopf rein. Heiko ist fassungslos, was soll das? Johnny, was denkst du dir bei solchen Sachen? Denkst du überhaupt dabei, wenn du solche Anrufe tätigst und irgendwelche Leute fragst und eventuell in Schwierigkeiten bringst damit? Ruf den Heiko jetzt nochmal an. Weil die klopfen nicht, die kommen einfach rein. Mir haben sie schon einen Hund erschossen, genau. Das ist krass, ne? Die haben von Heiko bei der Hausdurchsuchung seinen Hund abgeknallt, Digga. Das ist krank, obwohl der nichts gemacht hat, der hat nur gebellt. Wegen so einer Hohlbratzen wie dir und Heiko! Heiko, hallo! Bist du dran? Mensch, Heiko, du hast heute Geburtstag, ich will dir gratulieren hier im Stream. Geh mal dran jetzt hier. Ich brauch die ganze, bei aller Lustigkeit und allen YouTube und bei den ganzen Spaß, den wir hier machen, aber irgendwo hört's auf. Und ich hatte ganz große Lust, dem Johnny für diese Aktion... Heiko! Hör mal, Geburtstagskind. Ich wünsche dir nur das Beste zum Geburtstag, mein Lieber. Du geiler Testo-Typ, da danke ich dir doch immer. Hör mal, viel Gesundheit, einen strammen Ärmel noch für die nächsten Jahre, ne? Und nur das Beste. Ich hoffe, du orgelst dir heute ein bisschen einen rein. Also ich hau mir gleich dann ein Pinchen für dich rein. Auf deine Gesundheit. Also ich hab jetzt gerade eine Flasche Jura. Ja. Ein vernünftiger Scotch. Und dann habe ich einen richtig geilen Rum von meinem Bruder geschenkt gekriegt. Der sieht aus wie eine Schrumpfkopfflasche. Oha. Da sind wir jetzt gerade dran am Nuckeln. Also wie gesagt, ich
Ich lasse nichts unversucht. Das ist gut, mein Lieber. Auch hier von meiner Community, auch von meiner Community auch hier nur das Beste, ganz viele Geburtstagswünsche. Die wünschen dir auch hier einen schönen Abend. Vielen Dank, Investor. Sehr gut, dann genießt die Zeit. Ach, du bist live oder was? Ja, natürlich, weißt du doch, ist Freitag. Jetzt haben wir nicht einen Tag, hör mal, ist Geburtstag, da hat doch jeder Verständnis für. Orgel dir einen rein, wir hören uns, mein Lieber, und morgen kommt neue Podcast-Folge online, weißt du Bescheid, ne? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Super, bis morgen, genieß deinen Abend, mein Bester. Ja. Ganz alles viel klar. Spaß. Ich danke mich ganz herzlich bei dir für den Anruf, ne? Nicht dafür, sehr gerne, ciao, ciao. Danke, ciao. Gut, dem Heiko ein bisschen unangenehm, aber der darf das, der ist doch schon in Bodybuilding-Rente. Der soll sein Leben leben, der soll sich da mit seinen Kollegen reinorgeln. So, Artorius, danke dir fürs Prime-Abo. Also, danke für die Geburtstagswünsche auch hier im Chat an Heiko. Heiko hat sich gefreut, er war ein bisschen geschockt, dass ich live bin, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Weiter geht's mit dem Video. Und an dieser Stelle gibt's eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Hier direkt ins Esszimmer zu springen, wenn er greifbar gewesen wäre. Hat mich da nicht so ein Schwachsinn am Telefon hier. Ja, nee, bin ich raus aus der... So kann ich dir nicht weiter... Okay, Bruder. Mann, dieses okay, Bruder, war auch noch, das war die Knüller oben drauf. Alter, du rennst rum wie so ein Nager mit deinen Rabbit-Vorderhasenzähne und laberst nur Scheiße. Du rennst rum wie ein Nager mit Rabbit-Vorderhasenzähne, was? Er ist den ganzen Tag. Ich hoffe, dass das, wie gesagt, für YouTube war, für die Unterhaltung. 100%, das war einfach nur eine Videoidee, Heiko. Und dass das nicht ernst gemeint war, weil die Cops, die machen da keine Unterschiede. Ne? Die sind ja nun auch nicht alle... die hellsten Kerzen auf der Torte und die denken dann, das ist alles echt und nicht gefaked und keine Ahnung was. Ich finde es ja lobenswert, davon abgesehen muss man ja auch ganz klar sagen, dass du den Schritt jetzt machen willst und da tatsächlich mal ein bisschen Gas geben willst und dich weiterentwickeln willst, deinen Horizont erweitern. Ich weiß, Klingel, normalerweise weiß das Heiko auch, wenn ich ihm anrufe, meistens um diese Uhrzeit, dann weiß er, dass ich am Stream bin, das war gerade ein bisschen blöd. Aber ist ja jetzt, mein Gott, der trinkt sich da einen kleinen Schnaps, meine Fresse, was soll denn passieren? Weil dann willst du den Körper erweitern willst. Und doch alle nur Menschen. Irgendwie Heiko ist eine Ultramaschine, der sich noch nie einen Whisky getrunken hat. Mein Gott, ist doch egal, ist ja nichts passiert. Er hat ja nichts Schlimmes gesagt. Und alles, was dazu ihr Schlitzbisser zugehört. Aber bitte unterlasst doch so eine Scherze und ruf mich wegen sowas nie wieder an. Sonst gibt es direkt nächstes Mal links und rechts ein paar und... Gibt es ja so einen Backpfeif von Johnny? Jetzt schreiben die Leute. Ich kann die 12. Reihe schlafen. Das kann gut passieren. Dann nehme ich nochmal meine ganzen Eier zusammen und schicke dich erstmal ins Verdunklungszimmer. Ich bedanke mich herzlich. Nee, also wie gesagt, das wollte ich mal kurz loswerden. Die Leute, die das Video sehen, die auch zwischen den Zeilen lesen können, die wissen, dass man das tun nicht sein lassen sollte, sowas medial darzustellen oder irgendwelche Leute zu fragen. Das geht einfach nicht. Sowas machen nur vollbehinderte Spasten und ich weiß nicht, ob Johnny dazugehört. Ich hoffe es nicht, weil sonst... Ich hatte eigentlich vor, mit ihm tatsächlich mal ein bisschen was zu machen, Trainingstechnik. Oh, geil, Alter. Das wäre geil. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, Bootcamp mit Johnny eine Woche wäre krass. Das wäre wirklich krass. Das Kalle Bootcamp. Ihm da vielleicht ein bisschen zu helfen, über die Schulter zu schauen. Vielleicht für euch auch mal ein geiles Video abzudrehen mit ihm, wie er kacken geht. Also ihm mal richtiges Bodybuilding beibringen. Aber auf das Ding hin, da war ich einfach nur sprach- und fassungslos gewesen. Und hoffe, dass der kleine Schwachkopf da was draus gelernt hat. Oder ja, dass er einfach was gelernt hat. Kann ich irgendwie, weiß jemand, in die ich mich wenden könnte? Fragen lieben Gott, bist du dämlich, Alter. Okay. Ich bedanke mich herzlich. Frag lieben Gott, du bist so dämlich. Ey, das ist einfach nur... Oh, ich liebe es. Wenn Heiko so drauf ist, ich könnte mir den von morgens bis abends reinziehen, Digga. Soll eine Fernsehsendung auf Netflix-Serie soll der bekommen, der Mann. Bezweifle ich zwar, weil ein Honigkopf bleibt ein Honigkopf, aber
Die Hoffnung sollte ja niemals sterben und deswegen hoffe ich da, dass Johnny vielleicht nochmal die ENSB-Gehirnwindung da zusammennimmt und versucht, das Ding da drin zum Leuchten zu bringen. So, das kurz zum Thema Johnny Münster und sein Anruf zu mir. Seid gespannt auf weitere Videos. Euer King Kalle, bis dahin. Ciao. Also Freunde, ich glaube, der Heiko, der hat sich gerade nicht so amused angehört. Ich hoffe, es geht ihm gut. Vielleicht hat er mal eine Angst davor, dass ich unter seine Fittiche komme. Geil, Alter. Ich find's gut, dass wir so einen Charakter in der Szene haben, wie unter anderem auch Heiko Kalbach. Ja, wir haben so viele geile Charaktere. Heiko ist einer davon, der sich wirklich von der Masse abtrennt und einfach geilen Scheiß macht. Ich finde auch die neuen Formate hier von dem richtig geil. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer. Den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.